Ja, Leute, der Druck steigt für unseren FC Hansa. Alle punkten da unten drin. Und wir sollten bzw. müssen es an diesem 21. Spieltag ebenfalls tun. Heute gibt's Abstiegskampf pur. Wir treffen auf Tabellenschlusslicht Osnabrück. Die Lila-Weißen haben bisher nur einen einzigen Sieg in dieser Saison einfahren können. Das war am 7. Spieltag gegen den Hamburger SV. Im eigenen Stadion ist man auf jeden Fall ein wenig stärker unterwegs. Gegen Pauli spielten sie unter anderem 1-1 unentschieden. Deshalb sollten wir den VfL Osnabrück keinesfalls unterschätzen und abschreiben, auch wenn sie ein wenig abgeschlagen in der Tabelle sind. Vor allem, weil sie in den letzten 5 Spielen 4 Unentschieden geholt haben. Auch beim letzten Spiel haben die Osnabrücker Moral gezeigt, 2 Rückstände aufgeholt, den Last-Minute-Punkt sich in Nürnberg ergattert. Ja, wir nehmen das Ganze nicht auf die leichte Schippe, aber wenn nicht heute, wann dann? Punkte müssen unbedingt her für unseren FC Hansa, sonst na, weiß ich langsam auch nicht mehr weiter. Des Weiteren kommt dazu, dass es für den VfL schon ein kleines Entscheidungsspiel ist. Sollte man heute gegen einen direkten Konkurrenten, also gegen uns, nicht gewinnen, ja, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es nicht reichen wird in Sachen Klassenerhalt. Deswegen wird das ein absoluter Kampf werden, da bin ich mir sicher. Wir müssen heute liefern, ohne Ausreden, mal volle 90 Minuten konzentriert an die Sache rangehen. Bei Standards sicher stehen, die letzten 10 Minuten in Hannover haben ja Mut gemacht, aber es reicht eben nicht, immer nur ein paar Abschnitte gut zu spielen. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf, wie wir uns heute präsentieren und hoffe einfach auf einen Auswärtssieg. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Generell freue ich mich auf die Bremer Brücke, denn dort bin ich bisher noch nicht gewesen. Ich würde sagen, los geht's. Zum Frühstück gibt's Donut von gestern. Schön trocken. Nie mit leerem Magen zum Auswärtsspiel. 4 Stunden braucht man ungefähr ca. 400 Kilometer von Rostock aus nach Osnabrück. Ich bin sehr motiviert, noch gut drauf. Alles gut? Ja, noch ja. Habe ich auch eben gesagt. Noch ja. Was soll das denn werden? Ja, keine Ahnung. Ich habe schon gesehen. Hoffentlich fallen nicht noch mehr graue Haare aus. Ich sag mal so, im direkten Vergleich haben wir die letzten 5 Spiele gegen Osnabrück nicht mehr verloren. 3 Siege, 2 Unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen, kannst du dich erinnern? 2-1 gewonnen. Auf 3 Pflichtpunkte. Ich habe mitgedacht und endlich Flaschenöffner an meinem Schlüsselband. Frag mich nicht, ey. Schwarzbier, ey, war im Angebot. Ah. Muss man zuschlagen, ob es schmeckt. Zum Wohle auf eine entspannte Fahrt. Und Rückfahrt vor allem. Ist in Ordnung. Alter, Leute. Alles überschwemmt noch. The day after tomorrow. Umstieg in Bremen. Ja. Grüße an Renico. Eine knappe Stunde brauchen wir noch, circa. Rein geht's. Mit blauem Licht. Ansage. Spotlight. Kleine Statistik für zwischendurch. Osnabrück und Hansa haben die meisten Gegentore per Standards kassiert. Dazu kommt noch, dass beide Mannschaften ligaweit am kürzesten in Führung lagen. Wird ein Augenschmaus heute. Uhr, pünktlich, das brauchen wir. Viel Glück in Osnabrück. Ja, und dann bis bald. Oh nein, wir werden mit Regen empfangen. Oh, so sieht das aus. Herzlich willkommen, Hauptbahnhof Osnabrück. Genau. Moin. Eigentlich ein hübscher Hauptbahnhof. Ja, sehr sauber aufgehalten. Mit Wellness Club hat das heute wenig zu tun. Nee, wir wollen Action sehen. Über die Hase geht's entlang. Der bekannte Fluss in Osnabrück. Es gibt auch noch den Hasepark. Ja, die Voraussetzung heute, wovon gehen wir aus? Wer soll die Tore schießen? Denn beide Teams mit der schwächsten Offensive der Liga. Osnabrück 18 Tore geschossen, Hansa 20. Die Hälfte davon innerhalb des 16-Meter-Raums erzielt. 3 außerhalb, also Mut zur Lücke, auch mal von außen schießen. Oh, kann eigentlich nur besser werden. Ach, Osnabrück kann schon was. Circa 160.000 Einwohner, die brauchen sich nicht verstecken. Nee, Sonne wäre natürlich heute noch schön gewesen. Aber man kann nicht alles haben. Frag mich nicht, warum ein Werder-Schal
vor der St. Johann-Kirche liegt. War wahrscheinlich nach der Niederlage so besoffen, dass er jetzt in Osnabrück gelandet ist. Hört ihr den Gong? Jetzt schlägt's 13. Für beide geht's um alles. Jetzt oder nie. Showdown in Osnabrück. Hansa, Hansa, bitte Hansa. Sido hat hier nicht nur einen Eissalon, nein, er hat auch einen Friseursalon. Bei dem läuft. Ja. Der macht Business. Adel und Bürgertum. Leider kriege ich keine Auskunft. Aber eigentlich sieht sie so aus, als ob sie sagt, erbarme mich von diesem Spielergebnis. Gründungsjahr von Osnabrück. Die erste Fahne gesichtet. Und von dort muss eigentlich gleich die Legende Schulzi kommen, erscheinen. Da ist er doch schon, als ob. Jo, der gönnt sich erstmal komplett. Schulzi. Ansage machen, ja. Hat die Mannschaft den Ernst der Lage erkannt? Ja, ich glaube noch nicht, ne? Das Wetter spricht ja auch schon wieder Bände. Das ist so ein richtiges Siegeswetter oder Niederlagenwetter. Max, wie kann uns mal einigen drauf? Also mein Gefühl war ja eher gemischt am Anfang. Ja, meins ist auch eher so, nachher quetschen wir uns in Unentschieden und können damit vielleicht noch happy sein. Ja, aber das kann's eigentlich, das reicht ja eigentlich nicht. Und Pauli kassiert ausgerechnet die erste Niederlage gegen Magdeburg, genau. Grüße nach Magdeburg, ja. Vielleicht mal mit einer Doppelspitze mal, ne? Brumado und Gudjonsson oder meinetwegen Gudjonsson und Perea ist mir auch egal. Ja, einfach, wirklich, heute, bisschen, du musst ja aufs Ganze gehen. Genau, du kannst dich nicht verstecken. Nee, nee. Du musst ein bisschen wirklich offensiv auch mal agieren, ne? Und nicht wieder nur Brumado vorne reinstellen und lange Bälle auf Brumado rüberspielen und vernünftiges Passspiel aufziehen und nicht dieses Hoch und Weit bringt Sicherheit. Das geht in die Hose. Das, was Schulzi sagt, wird hoffentlich von der Mannschaft angenommen. Ich hoffe mal, dass sie heute sich reinhängen, ne? Und dass sie mal hier heute mit 3 Punkten nach Hause fahren. Der letzte Auswärtssieg ist ja lang her. Jetzt, der war ja in Magdeburg, das war ja so sehr schön. Stefan, wo geht's jetzt lang? Hier einfach zu schön rüber. Da soll irgendwie ein geiles Graffiti sein, hast du erzählt? Im Hasepark. Wir sind gut dabei. Die schönen Häuser von Osnabrück im Hasepark. Mit dem Graffiti Schulzi. Und dann haben wir uns das jetzt mal nicht nehmen lassen, die aktuelle Tabelle rauszuholen. Der Ernst der Lage wird uns noch einmal bewusst, wenn wir drauf schauen. Ja, naja, Osnabrück hat 11 Punkte. Letzter Platz. Letzter Platz. Wir haben 20 Punkte. Das heißt, das ist heute wirklich für Osnabrück der letzte Strohhalm. Sonst sind ja alle im Schnitt 11 bis 14 Punkte weg. Da hast du keine Chance mehr. Aber für uns auch, ne? Also sollten wir heute verlieren. Das ist schlecht. Aber sollten wir heute gewinnen, haben wir schon gesagt, könnten wir auf Platz 15 springen. Wenn wir mit 2 Toren Unterschied gewinnen, dann würden wir nämlich die Lautere einholen und die Braunschweiger und wären auf Platz 15. Was sagst du? Ja, Anschluss halten. Auf jeden Fall Sieg, 3 Punkte, am besten noch 2-3 Tore. Wäre mal wieder schön. Wenn wir schief gehen, würde ich sagen, dann maximal wirklich ein Unentschieden. Ne? Also wenn es irgendwas schief gehen sollte, mir lag gar nicht. Das kommt auf den Spielverlauf an. Jetzt vor dem Spiel sage ich Unentschieden. Ist nein, das nein. Wollen wir nicht. Aber wir gucken mal, wenn wir 2 nur hinten liegen, nehmen wir auch ein 2-2. Hier wurden noch die Osnabrücker Straßenfußballer groß. Engelhardt ist der beste Torschütze. Und wo hat er gespielt? Ja, bei Hansa, ne? Bei unserem FC Hansa. 6 Tore. Scheiße. Und was mit Johnny eigentlich? Johnny, Junge! Der spielt gar nicht mehr richtig, ne? Der kriegt gar keine Einsatzzeit mehr. Du. Nee, schade. Man hätte ihn immer noch an unserer Stelle reinwerfen können, ne? Vor allem, was die Standards und Flanken angeht. Hinterseher tut es mir sogar indirekt ein bisschen leid, wenn es mit den Amateurversetzungen. Aber das ist, vom Vertrag her ist natürlich bestverdienster Spieler, ja, ne? Ja. Wenn alle Trainer sagen, der Reihenfolge nach, irgendwie das bringt mit nichts oder der hilft uns nicht weiter, dann muss man das, glaube ich, dann auch so hinnehmen. Haben wir hier eine Dose vom HSV gefunden. Passen natürlich jetzt zu unserem nächsten Heimspiel. Ich sag mal so, wenn du jetzt triffst mit der, Flasche, dann gibt's 3 Punkte. Gibt's 3 für 3 Punkte, ne? 3 Dosen. Drei für heute oder Punkte. Nächste Woche. Das ist egal. Das Spiel, so. Wow. Zielsicher. Zwei Stunden vor Anpfiff, ab geht's zur legendären Bremer Brücke. Wieso heißt sie Bremer Brücke? Frage an euch. Altes, traditionelles Ding, ne? Zwischen Wohnhäusern und dann kommt das Stadion. Hat man nicht mehr so oft. Ich hab mich schon in die Luft geschmissen. Schulzi, Amir Shapoorzadeh, kennen wir alle noch von früher. Kann auch bei uns mitspielen, der sah noch fresh aus. Und jetzt eben als Sportdirektor keine Zukunft mehr in Osnabrück. Im Sommer trennen sich die Wege. Da sind wir schon.
Das ist schon das Stadion. Volles Haus, genau ausverkauft, einmal rum. Mitten durch die Osnabrücker Fanszene mit Hansa. Ja. Ja. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Flagge zeigen. Guckt euch mal das Stadion an. Das hat noch Kult. Kultstatus. Dirk Gellrich. Hannes Haferkamp. Ich feier sowas. 15.000 Plätze. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Klein, aber fein. Ja, ich find's geil. An der Bremer Brücke direkt zwei korrekte Hansa-Fans. Und ja, was gibt das? 2-0 muss heute, sonst rutscht mir nicht über den Strich. Das heißt, 2-0 ist es. Ich sag 3-1. Auf gar keinen Fall verhockt darf ein Torgänger zu machen. Ey, Johnny. Johnny, hab Gnade mit uns. 120 Jahre VfL. Goldener Ball. Der VIP-Eingang. Das sieht aber ungelogen aus wie ein Wohnhaus. Ich rufe am Spiel durch, ne? Schulzi. Da hab ich's auf, ne? Euch. Komm, coole Sache. Die Legenden werden noch einmal verehrt. Zuallererst eine schöne Bratwurst für 3 Euro. Geht. Preislich geht. Eine Bratwurst. Hau rein. Teste das hier. Ja, doch. Wurst ist auf jeden Fall knackig, saftig, gut. Mhm. Stabile 8, würde ich sagen. Hätte ich auch gesagt, so 8,5. Eine Stunde vor Anpfiff. Ich würde sagen, rein geht's. Das ist halt ehrlich krass. Deine Wohnung direkt am Stadion. Wer würde dafür nicht alles zahlen? Tja, schon im Preis der Dauerkarte mit drin wahrscheinlich. Läuft. Easy Einlass, wie immer. Yeah. Wir sind okay. Drin. Okay. Kämpfen und liegen. Außer Sicht. Guckt euch das mal an. Die Dächer Osnabrücks, da hinten der Bahnhof. Perfekte Plätze. 1A. Fehlt nur noch ein geiles Ergebnis. Kantersieg wäre mal nicht schlecht, so 1-4. Aber das sind nur Träume. Die guten alten Kantersiege. Wann hatten wir mal einen zuletzt? Osnabrück seit 13 Spielen sieglos. Die warten natürlich auch auf ein Erfolgserlebnis. Aber die haben es dann ja zuletzt immer hier mal und da mal einen Punkt ein. Ob es heute auch Proteste regnet, wie schon gestern, vorgestern in der zweiten Liga, könnte sein. Der berühmt-berüchtigte Affenfelsen in der Ecke. Schau mal, was uns erwartet. Ja. Und hinter uns geile VIP-Plätze. Auf erhöhten Stühlen. Die Ausstellungen sind raus. Bei unserem FC Hansa sehen wir doch direkt unseren Neuzugang Staphylidis als Sechser, glaube ich. Röger. Ja, der ist in Tornlaune. Letzte Woche hat es geklappt. Gegen Elversberg. Fröhling. Brumado drin. Neiter zurück, genauso wie Rosbach. Bei Osnabrück vorne. Engelhardt. Ex-Hansa-Spieler, torgefährlichster Mann. Cuisance. Hat bei Bayern gespielt. Gladbach. Okay. Eigentlich ein Talent. Ja, Conte auf jeden Fall. Conte, muss man aufpassen. Gefährlicher Mann. Gnase. Schauen wir mal und hoffen aufs Beste. Grüße von der Bremer Brücke. 15 Minuten, dann geht's los. Schöne Grüße an Antje und Sigi. Felix Maschine. Harry natürlich. Legende. You never walk alone in Osnabrück. Ich wollte es gerade sagen. Neuzugang aus Österreich. Auf der Bank Fried Tesche, ja. Ex-Hamburger. Kann man nicht unterschätzen. Aber Johnny, Johnny, wo bist du? Ja. VfL-Hymne. Oh, mittendrin sind wir, Leute. Ja. Oh, das wird hitzig, auch bei uns. Auf den Rängen. Da kommen sie. Choreo von Hansa. Für immer und ewig. Weiß und blau. Heute stabil bleiben. Jetzt oder nie. Alles oder nichts.
Benitez gut den Ball geholt und Romado. Schuss. Oh. Aber ein wichtiger Zweikampf, den er gewonnen hat, da Stafelidis. Unser Sechser, da mit Handschuh. Kurzärmlich mit Handschuh. Und direkt geht's weiter. Der läuft durch. Hier ist Feuer drin. Ja. Was ein Ecke. Ich erinnere nicht gerne an Hannover. Nein. Zwei Ecken, zwei Tore. Alter, ich sag's auch wieder. Und es geht schon wieder los. Hat er. Ganz wichtig. Jetzt kommt machen! Und los! Romado, Junge! Oh, wie kann er den? Alter! 10 Minuten, erstes Fazit. Beide Mannschaften gefühlt 100%ige Chance nicht reingemacht. Deswegen haben wir die wenigsten Tore. Müdes Abtasten. Genau, müdes Abtasten. Es kommt noch nicht kein Fluss rein. Alle noch bemüht, keine Fehler zu machen. Und die ersten Tennisbälle fliegen. Hier geht's noch zur Sache. Mehr als auf dem Spielfeld. Kann doch eigentlich nur besser werden. Oder noch schlimmer. Wir halten zusammen. Und boah, auf sowas muss man lauern wieder. So, ist noch. Ja. Stefan macht Business Calls. Ja, Business. Alles Business. Wir holen mit den Ecken auf. Ja, 3 zu 2. Also, wir haben ja auch schon 3 Tore nach Ecken geschossen. Auf die 4 und... Ja. Oh. Da geht er aber noch mal Sturm. Nein. Ja! Alter, Kolke. Rausgeschützt. Immer Kolke zur Stelle. Nochmal. Ey, Jungs, Mann. Yeah.
Was ist hier los? Irgendwie stabil bleiben. Oh, was? Ey, kannst du den raus? Ja, ich bin wahnsinnig, ey, Leute. Oh mein Gott, ey. Da kommt gar keine Tour rein. Ey, was? Also das waren jetzt drei Großchancen. Stefan. Straflos. Heute. Aufwachen. Aufwachen. Schnell, schnell. Andrea, zieh, der ist frisch. Oh. Ja, komm. Komm, Dressel. Oh. Probier. Röger bleibt am Ball. Perea läuft. Nein. Nein, der hätte doch gehen müssen. Komm, 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 den Zombie. Zucker, Zucker. Ja. Jetzt. Alter. 66. Größere Chance kriegen wir nicht mehr. Keine Durchschlagskraft. Hüsing hat sich wohl doch doller verletzt, nicht schon wieder. Ja, bleib schwach, gute Besserung. Irgendwas passiert jetzt hier, einer nach dem anderen am Fall. So langsam gehen uns die Spiele aus. In der 84. schönes Tor, komm. Jetzt muss er. Ab. Ey, wohin, Alter. Echt nicht zu glauben. Das war's. Absolute Maschine. Oh, das Stadion steht. Holke steht auch stabil, wie immer. Jetzt! Jo. Gut, dass Osnabrück so viel liegen lässt. Wir geben nochmal alles. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann nicht mehr. Ist das zu glauben? Oh. Hoch, Jungs. Alter, ey. Junge. Noch 0-0. Die strapazieren unsere Nerven. 9 Minuten. Schindler. In die Mauer, Alter. Raus. Alle durch. Herz, Kasper. Wir sind anscheinend mit dem Punkt zufrieden, also ich nicht, aber müssen wir mitnehmen, den Angriff. Schön. Hada. Kid Zombie, ja. Und hoch jetzt. Ey, nochmal jetzt. Oh. Das war natürlich nicht. Das ist wieder. Gelb für Volker. Zeitspiel. 9-2 Ecken. Volke, sicher, unser Sicherheit. Das war's. Wow. 0-0. Einfach zu wenig für beide Mannschaften und ja, dass wir uns ja noch so abgekrampft haben. Für mich unverständlich. So viele Möglichkeiten für Osnabrück. Die Liga kommt. Also ganz ehrlich. Wollen wir nicht hoffen für beide, aber was das war. Also nach dem Spielverlauf muss ich sogar sagen, sind wir mit dem Punkt gut bedient. Ne? Zufrieden kannst du nicht sein. Nee. Vor allem, weil wir noch so auf Zeit gespielt haben. Osnabrück 5-6 100%ige. Also hätten wir uns nicht beklagen können, wenn wir hier runtergegangen wären. Mal wieder nix. Markus Volke. Mir fehlen die Worte. Zu wenig. Gegen den Tabellenletzten haben wir uns vorführen lassen. Das war ein ganz schwaches Spiel. Ich würde sagen, wir werden jetzt ausgebucht, überall nicht mehr zählen. So kann man nicht auftreten. Er ist dabei hier. Ja, aber du musst ja mal ehrlich sein.
Glück, dass wir nicht verloren haben. Da kann man keinen Applaus erwarten. Ob es das für Osnabrück gewesen ist, keine Ahnung. Im Fußball ist alles möglich. Trotzdem alles Gute. Danke an Kolke. Ja, Kolke, top wieder. Ich bin zurück. Sprachlos, bedient und wieder am Boden. Natürlich zuallererst gute Besserung an alle Verletzten. Das kommt auch noch dazu. Guckt euch diese Statistik an. Die spricht Bände. Ich traue mich gar nicht drauf zu schauen. Ganz ehrlich, Leute, das war heute Drittliga-Fußball von unserer Seite. Wo ist die neue Handschrift vom Trainer? Man erkennt überhaupt keinen Plan. Der Spielaufbau nicht vorhanden und die Bälle werden wieder einfach auf gut Glück nach vorne geschlagen. So viel zum Thema Glück. Das haben wir in den letzten Spielen schon extrem ausgereizt. Danke an Markus Kolke. Die Osnabrücker hätten uns 3-0 abschießen müssen eigentlich. Durch ihr Unvermögen und einer Krake sind wir noch glimpflich davon gekommen, aber ich sehe da schwarz für die kommenden Spiele. Jetzt wartet der HSV auf uns, danach Fortuna Düsseldorf, und hätten die solche Gelegenheiten, wir wären eiskalt abgeschossen worden. Dominiert werden vom Tabellenschlusslicht. Die haben 550 Pässe gespielt, wir 250 in den gesamten 90 Minuten. Zieht euch das mal rein. Nee. Spielerisch auf jeden Fall das schwächste Team der Liga zurzeit. Wenn die Mannschaft sich nicht um 180 Grad dreht, wird es auf jeden Fall nichts mehr werden. Warum saß ein Gudjonsen, der im Hannover-Spiel viele positive Akzente vorne gesetzt hat, dauerhaft auf der Bank? Ja, das sind alles so Fragen über Fragen. Gegen wen sollen wir überhaupt noch Punkte einfahren? Nichts läuft. Ja, eigentlich macht nichts Hoffnung, außer dass wir einen Punkt geholt haben und selber nicht wissen, wie. Osnabrück, alles Gute. Ne? Die haben Einsatz gezeigt, gekämpft bis zum Schluss. Hätten sich den Sieg verdient gehabt. Nur das Beste für euch. Ob sie noch die Serie des Jahrhunderts starten können und schaffen, sei mal dahingestellt. Aber ja, cooles Stadion, coole Fans und Grüße an alle, die ich gesehen habe. In der nächsten Woche treffen wir auf den Hamburger SV. Solange da kein Trainerwechsel kommt, kann man sich da was ausmalen. Aber ich bin ehrlich zu euch, ey. Mit der Leistung heute gehen wir sang- und klanglos unter und fressen wahrscheinlich 4-5 Gegentore. Es funktioniert gar nichts, es stimmt nicht im Team, das Teamgefüge. Habe ein schlechtes Gefühl, was die nächsten Spiele angeht, aber die Mannschaft kann uns eines Besseren belehren. Mehr bleibt mir nicht zu sagen. Danke, dass ihr euch das noch gebt, reinzieht. Schreibt gerne alles unten rein, was euch bedrückt und wie ihr die aktuelle Lage bewerten würdet. Bleibt stabil. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Haut rein.